sind wir wieder bei Blood Bowl 2. Das hier, ich zittere mich mal ein bisschen hin und her, das sind die Orks. Die hastigen Bewegungen, die kamen dadurch, dass Christian Weigel ist mit dabei, es nicht erwarten konnte, möglichst rasch zu ziehen. Deshalb bewegt sich das Bild, der Bildschirmausschnitt schon mal mit und folgt seinen Zügen. Was hast du vor, Christian? Ich muss erstmal mich ein bisschen freischaufeln. Ich werde hier ein paar Leute von dir umkloppen auf der anderen Seite. Das sind die sicheren Aktionen, die führe ich durch. Dann muss ich ein paar von meinen Schwarzorks hier in Position bringen, um dich etwas zu neutralisieren. Und dann wirst du schon sehen, was gleich passiert. Oh, ich ahne Schlimmes. Du ahnst Schlimmes, okay. Elfenbein versus Bullenweißers. Mhm. Es steht 1:1, Mitte der zweiten Halbzeit. Beim Unentschieden wird die Partie verlängert werden. Dann würden wir in eine dritte Halbzeit reingehen. Erstmal der hier weggekloppt. Nachfolgen bitte. Batsch. Ich muss irgendwie meinen Ballträger frei schaufeln können. Das ist der Herr mit der grünen Haut und mit dem blauen Kreis unter seinen Füßen, genau in der Bildschirmmitte. Der hat den Ball hier. Und hier kann ich mal einen Blitz anbringen. Der huscht an dem vorbei. Der einzige Blitz, man hat nur einen Blitz pro Runde, den Christian ja machen kann. Riesenüberlegenheit in der Stärke. Zwei Würfel stehen ihm zur Verfügung. Umgekeult und damit steht mein Ballträger frei, um sich zu bewegen. Das ist doch wunderbar. Und all meine stolzen Winkelzüge aus der letzten Folge, wo ich versucht habe, den einzukesseln, sind fast schon wieder Schnee von gestern. Mhm. So, als wäre nur die Frage, laufe ich in der Mitte mit dem durch? Ich laufe in der Mitte durch. Das mache ich. Und ich stelle mich direkt hinter meinen Schwarzorg, da geht's ihm gut. Außen am Rand durchzulaufen, halte ich für ungünstig, weil du mir sonst natürlich wieder irgendwelche von deinen fiesen Elfen auf den Hals hängst. Aber wenn ich hinter diesem Schwarzorg stehe, dann fühle ich mich total sicher. Wildfried G. Grobian. Und um da noch sicher zu gehen, haue ich vorne deine Elfen auch noch ein bisschen weiter zu Kartoffelbrei. Du meinst, Elfen würden aus Kartoffeln bestehen? Ja, oder das irgend so eine Pampe, so eine eklige, genau. Den vorne auch noch platthauen. Das ist ja übel. Ich muss ja gleich erstmal wieder alle hinstellen. Vor allem, ich habe ja schon ein paar zu weniger, weil deine Leute ein paar Mal zu oft hingelangt hatten. Deshalb wäre es nicht in meinem Interesse, wenn die Partie in eine Verlängerung geht. Wer weiß, wie klein meine Mannschaft dann noch wird, wenn sie Leute wie der Entsafter zum Beispiel zuschlagen. Und ich schicke noch meinen letzten Goblin hier, der auch frei laufen konnte. Und er fällt aufs Rüsselchen. Ach, wie blöd. Naja, egal, war sowieso die letzte Runde. Friedhelm ist betäubt. Er ist so hart auf die Nase gefallen, dass er dabei ohnmächtig wurde. Ist dir das schon mal passiert? Ja, ich glaube noch nicht. Er hat es nicht mehr geschafft, die Ärmchen rechtzeitig hochzubringen. Mhm. So, jetzt wollen wir erstmal mit allen Leuten wieder aufstehen. Es sind ganz schön viele zu Boden gegangen hier bei dir. Theoretisch könnte ich auch dir den Befehl geben, statt einfach nur aufstehen, Blitz zu... Schaut mal, ich mache einmal so, keinen Doppelblitz. Keinen Doppelklick, mit denen einen Blitz zu machen, aber das ist in den meisten Fällen nicht so unglaublich sinnvoll. Jetzt wollen wir mal hier überlegen, wo ist der Mann? Hier ist der Mann mit der Pille. Das hier ist ein Feldspieler. Der könnte versuchen, den zu blitzen. Das ist ein Werfer. Der hat 3 Stärkepunkte, um dem den Ball abzunehmen. Abzunehmen ist ja immer so eine Sache. Man blitzt jemanden, haut ihn um, ob man dann den Ball selber dann in der Hand und in Besitz hat, das steht auf einem ganz anderen Stück Pergamentpapier. Damit könntest du mich zumindest schon mal zustellen. Den ziehe ich. Den ziehst du? Aha. Den ziehe ich hier hin. Ich kann dich faktisch manchmal nachdenken hören. Und schon wieder hat mein Blitzer daneben gelangt. Ich bin so enttäuscht. Jetzt steht erstmal der hier an der Seite auf. Ich glaube, ich muss meinen Orks irgendwie Anzüge aus Klettverschluss anziehen, damit die sowas besser können. Jetzt versuche ich mal mit meinem Werfer, dem den Ball abzunehmen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich versuch's mal. Mhm. Du hast 2 Würfel wahrscheinlich. Hol mal den Blitz bei ihm. Mhm. Jetzt habe ich Angst. Und zieh hier auf dem direkten Weg auf ihn drauf. Und da der hier von einem freistehenden eigenen Spieler, der nicht in einer gegnerischen Tacklezone wird, unterstützt wird, zählt das halt als Unterstützung. Das gibt +1 Stärke. Genau, 3 Stärke bei ihm. Das hätte nicht funktioniert, wenn mein Goblin auf seinen Füßen stehen würde. Tut er leider nicht. Er liegt bewusstlos im Gras. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, beide gehen zu Boden. Oder nur deiner geht zu Boden.
Ein schlechtes Ergebnis für dich. Wiederholungswurf. Ich hatte ja noch zwei. Puh, die hast du jetzt geschickt eingesetzt. Ja, finde ich auch. Sehr gut gemacht. Bin gespannt, ob das funktioniert. Du keulst mich um. Vladikov, der Werfer. Ball bekommen. Mit dem schwachen Fäustchen hast du dazu gehauen. Mit diesem Damenfäustchen. Der liegt hier hin und liegt jetzt hier auf der Seite frei. Kommst du da noch, kommst du sogar noch hin mit deinem Blitzer. Mit dem Blitzer? Oh, tatsächlich, du hast recht. Und das ist der Werfer. Oh, danke für den Tipp, das ist total lieb. Ja, wenn du jetzt weggeklickt hättest, hätte er sich nicht mehr bewegen dürfen. Also ist schon gut, dass du das gemacht hast. Jetzt kannst du dich sogar noch freilaufen ein Stück. Es ist nicht zu fassen. Ich raste aus. Ich war so gut. In welche Richtung freilaufen? Na, Richtung Grundlinie natürlich, oder? Oder Richtung Grundlinie bei den Orks. Nein, da sind zu viele Leute. Oder ich lasse ihn da stehen. Versuchen dann von der Seite aus zu decken. Indem ich dann hinterher ziehe. Oh, 50% ausweichen nur. Ja, die stehen sehr eingedeckelt zwischen zwei Orks. Das kannst du nicht machen. Oh, ich war so nah dran, da durchlaufen zu können, wenn der mir den jetzt nicht abgenommen hätte. Wenn der Goblin nicht umgefallen wäre. Immer ein bisschen schade, Risiko. Schade. Das klappt schon mal. Der Verteidiger wird zurückgestoßen. Und umgeboxt. Tja. Kromek Trauma, der Blitzer wird umgehauen. Hierhin. Wir folgen dem. Dann ist er aus der Kontrollzone der anderen raus. Steht jetzt neben ihm. Und jetzt könnte ich mit dem hier. Passen kann er ja nicht mehr. Nee, passen ist schon geblitzt. Aber wenn ich mit dem hier. Ah, der kann nicht mehr. Das Blitzen, jetzt kann auch nicht mehr laufen. Weil ich ihn schon wieder gewechselt hatte. Du hast ihn abgewählt, jetzt geht's nicht mehr. Schade. Schade, schade. Dann stelle ich den von der Seite aus zu. Dass da keiner hin kann. Ja, 83%, das kannst du machen. Nee, hier hin. Weil hier ist er dann auch. Und dann hier unterstützt er den, wenn der hier kommt. Nice. Es ist kompliziert. Ich stelle ihn mal hier hin. Und das war's. Ich glaube, mehr kannst du nicht bewegen. Mehr kann ich nicht machen. Und jetzt ist die Frage, was macht Christian? Ja, er hat hier, er kann von der rechten Seite kommen, den angreifen. Er hat hier noch einen Einzelnen. Der muss aber aufpassen, dass er hier, von dem hier nicht umgelaufen wird, umgehauen wird, wenn der aus dessen Tackling-Zone rauskommt. Die beiden stehen leider frei. Der hintere wird von dem unterstützt. Der hier steht das ganz frei. Ist schwierig. Vielleicht hätte ich den hier hinten doch in der Nähe der anderen Ork stehen lassen sollen, aber dann wäre der sehr, sehr leicht umgehauen worden. Erstmal den Goblin hier ran. Das hätte ich auch gemacht. Weil der sorgt jetzt dafür, dass dieser andere Elf, der neben meinem ballführenden Spieler steht, den nicht mehr supporten kann, weil er in der gegnerischen Tackling-Zone drin steht. Regelwerk klingt kompliziert, ich weiß. Was ihr von uns noch bekommen werdet, das sind zwei Crashkurse. Einen zur Taktik auf dem Spielfeld und einen Crashkurs, also ein Tutorial-Video. So wie das im Wirtschaftsmanagement funktioniert. Da werden wir euch das alles nochmal kompakt erklären. Damit ist meine Runde beendet. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Welchen Fehler? Dafür nehme ich mir Zeit, dir zuzuhören. Naja, das heißt Fehler. Ich habe Pech gehabt beim Würfeln. Ich habe mit meinem Schwarzorg deinen Elf umknüppeln wollen und bin dabei selber zu Boden gegangen. Das heißt, du bist wieder dran. Du stehst frei. Ja. Du könntest vielleicht sogar einen Touchdown fabrizieren. Also, da muss ich dich jetzt. Ja, ich könnte sogar, wenn der hier rausläuft, wie weit kann der? Das ist ein Werfer. Ich hätte dich erst zustellen sollen mit meinen freistehenden Orks. Das war extrem dumm. Der Werfer könnte bis hierhin laufen. Ein Touchdown schaffe ich nicht. Einen Touchdown schaffst du nicht. Boah, das beruhigt mich jetzt aber. Aber der könnte sehr, sehr weit laufen und dann vielleicht sogar nochmal passen. Das hier ist ein Feldspieler. Ich brauche einen Fänger. Merian und Tedian, deine Leinmänner, deine Feldspieler. Hier ist ein Fänger. Ah, das mache ich nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich mache das anders. Ich versuche den hier möglichst dicht hier an die Grundlinie zu ziehen. Ich habe nur einen Wiederholungswurf. Und zwar hier in die Ecke und versucht den dann da einzukesseln, zu umzingeln mit eigenen Leuten. Also ich ziehe den ganz weit weg. Okay, tu es. Bis hierhin. Puh, da komme ich ja fast gar nicht dran mit irgendeinem
Gut. Das sollte dir eigentlich kaum gelingen. Darum tue ich mich dann, glaube ich, sehr schwer, da jemanden nachzuführen. Überlegen, was hat er hier für Leute? Der hat 6 Bewegungspunkte. Das heißt, wie weit kann der Blitzer laufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einmal zuschlagen. Und das hier ist auch ein Blitzer. Der kann auf jeden Fall zuschlagen. Also, wie weit kommt der hier? Der kommt ein bisschen weiter. Dann schicke ich den mal hier hin. Man muss ist ein riskant. Dazu erklären, die Spielfigur Blitzer ist nicht dasselbe wie diese Aktion Blitz, die man durchführt. Blitzer heißt einfach nur sowas wie schneller Zuschläger, schneller Ballträger, schnelles Mädchen für alles. Und Blitz, die Aktion, heißt bewegen und angreifen in einer und derselben Runde. Genau. Das hat mich am Anfang total verwirrt. Der Blitzer ist auch nicht der Blitzer, den man sonst von Fußballspielen kennt oder von öffentlichen Sportveranstaltungen. Oder aus dem Straßenverkehr. Genau. Ich lasse erstmal meine Leute aufstehen. Ja, ich bin super auf dem Feld verteilt, um einzelne Hoshis von dir schön zu Moos zu machen, aber um den Ball aufzuhalten, das funktioniert leider natürlich nicht. Jetzt baust du da hinten einen Käfig um den Ball rum. Schade, schade. Die Frage ist, wo stelle ich denn hin den Käfig? 1, 2, 3, 4. Ja. Der hier, 1, 2, 3, 4, 5, zuschlagen. Das hätte ich nicht ganz verhindern können. Der hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch. Also eigentlich, ich nehme mal die Seite hier. Mein Goblin hat es versucht, dich abzufangen, hat aber nicht funktioniert, leider. Der bleibt hier stehen, der bremst dann eben den Blitzer aus, weil der Blitzer muss sich erstmal von dem hier aus dessen Reichweite rauskommen. Ob das klappt, weiß man nicht. Also ich könnte jetzt auch mit dem hier laufen. Aber ich glaube, das lasse ich sein. Nee. Ich lasse den da stehen, der soll alles blocken. Und mit dem hier stelle ich sogar noch hier in die Reichweite von dem rein. Nee, das ist so nicht so. Genau. Dann kann der den, da muss der nämlich dem auch erstmal ausweichen. Das war ein ganz cleverer Zug. Nicht schlecht. Und auch dieser Blitzer hier, der versucht jetzt sogar. Moment, hier hinten habe ich noch einen. Kriege ich den dahin? Ja. Oh, du stellst meine Blitzer zu, das ist natürlich gemein. Genau. Nicht schlecht, die Taktik. Da bleiben dir noch 3 Sekunden, da bist du jetzt eh durch. Das hat nicht mehr geklappt. Damit bin ich dran. Achso, ich bin schon dran. Gut, dann kam gar nicht die Meldung, dass ich dran bin. Na, schade, hätte ich den einen Elfen, hätte ich gerne noch neben den anderen Blitzer gestellt. Die kleinen Wieselflinken Goblins, die können jetzt noch gut eingreifen. Die hatte ich übersehen, ich hatte nur auf die Blitzer gerade geachtet. Die Blitzer sind aber auch gut im Blocken. Die haben die Eigenschaft Blocken. Das heißt, wenn man nach einem Block, also nach einem Zweikampf, gehen die nie zu Boden. Das macht diesen Skill Blocken aus. Das ist sehr gefährlich. Ah, was mache ich? Ich stehe jetzt hier wirklich ein bisschen doof im Wald. Du wirst gleich meine Grundlinie betreten und ich habe nichts da, was irgendwie... Du musst irgendwie versuchen, den ballführenden Spieler, den noch umzuhauen. Ja, das wird nicht funktionieren. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist durchaus möglich. Du hast ja noch... Kommen die Goblins nicht bis dahin hin? Die kommen hin, aber dann... nee, das haut nicht hin. Wenn die blitzen, die haben zu wenig... Die haben zu wenig Power. Die haben einfach so geringe Stärkewerte. Ich kann dich nur ein bisschen zustellen noch, aber nicht wirklich toll. Du kannst es versuchen. Es ist auch mit niedrigen Wahrscheinlichkeiten... Machbar, ja klar. Ich renne erstmal mit dem Goblin hier hin und hoffe, dass er sich nicht wieder auf den... Ja, Glück gehabt. Alles klar. Belohnungswurf hast du keinen mehr, ne? Ich hatte nie einen. Du hast ja stattdessen in viele Goblins investiert als Auswechselspieler, was ja auch nicht doof ist. Ist so, auch nicht doof. 7%, 67% Ausweichen ist gut. Du kommst mit deinem Blitzer hin und kannst versuchen, meinen umzuhauen. Ja, aber du bekommst Stärkeboni und der Würfel ist rot. Du darfst den Würfel auswählen. Das ist natürlich Mist.
Dann könnte ich erstmal versuchen, hier den Schwarzorg hier hinzustellen. Dann ist deiner zumindest neutralisiert. Aber 2x83%, ich riskiere es. Ich riskiere es. Komm, nicht hinfallen. Bitte, bitte. Oh, das ist schon gefährlich. Oh, da habe ich eben flatternd. Das hat schon mal geklappt. Jetzt hier deutlich bessere Chance, den hier umzublitzen. Ich mach's. Weil ein Unterstützer von mir fällt weg, weil der in der Tackling-Zone von einem deiner Orks jetzt drin steht. Ich tu's. 67% diesem anderen Blitzer da zu entkommen. Ich habe schweißnasse Hände. Ganz, ganz viel hängt jetzt vom Würfelglück bei Christian ab. Aber immerhin darf ich mir den Würfel jetzt aussuchen. Nein, es funktioniert nicht. Ich würfel einen Schädel und ich habe keinen Rettungswurf. Ah, das tut weh. Rundenende. Mhm. Damit kannst du einfach ins Ziel marschieren und ich beiße in die Tastatur. Hier hingelaufen. 2-1 für die widerlichen Elfen. Völlig unverdient gewonnen. Meine Orks haben so tapfer gekämpft. Kann ich vorher noch irgendjemand auf deiner Seite umhauen? Nee, viel zu riskant. Erstens unfair, zweitens riskant. Ach, unfair, unfair. Da hat's dir doch sonst auch so vorher... Also mir ist das auch egal. Ah, mein Goblin hätte eine Chance gehabt, ihn zu stoppen. Ja. Leider nicht. Schöner Touchdown, muss ich leider neidlos und auch nahtlos zugeben. Puh. Ein bisschen Geheuchel ist natürlich dabei. In Wirklichkeit bin ich jetzt grün angelaufen und stinksauer. Kein hübscher Anblick. Wir sind per Webcam miteinander verbunden und ich kenne Christian eigentlich sonst immer entspannt vor sich hin lächelnd, gelegentlich an seinem Rotwein schlürfend und dann seine rote Nase und seine roten Bäckchen mit einem glückseligen Lächeln und einem Funkeln in den Augen zur Schau stellend. Aber jetzt diese grüne Haut und der Angst- und Wutschweiß auf seiner Stirn. Kein hübscher Anblick. Seid froh, dass wir das jetzt nicht einblenden. Weiter geht es immer noch. Ich bin schon ein bisschen sauer jetzt. Ein Zug auf jeder Seite. Mhm. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Sensation gelingen. Immer, das spielen wir jetzt auch durch. Die Folge ist lang genug, aber wir ziehen das jetzt durch. Ich lasse mal alles so, wie es ist. Ja, ich bei mir auch. Kann es sein, dass ich schon wieder einen Spieler verloren habe? Einer liegt K.O., einer liegt betäubt. Tja, die halten halt nichts aus, diese Elfen. Jetzt ziehe ich einen Feldspieler noch in die Mitte. Ich bin mir sicher, die Zuschauer werden mich mit Kommentaren überschütten und sagen, ach Christian, hättest du doch. Hättest du doch jedes. Ach komm. Genau. Mhm. Das ist immer der Unterschied zwischen der Live-Situation, die haben wir ja beim Kommentieren. Wir müssen drüber noch schwätzen, die Uhr läuft im Hintergrund und wenn man selbst entspannt gegen die KI spielt, dann stellt sich das alles ganz anders dar. Aber du musst mich jetzt nicht entschuldigen, das war schon meine eigene Doofhaftigkeit vorhin. Ich fand nicht, dass du doof gespielt hast, ganz ernsthaft nicht. Wenn ich meine Schwarzorks vorhin besser gezogen hätte, vorher gezogen hätte, bevor ich da umgefallen bin, dann hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Ja, wer weiß, was dann passiert wäre mit den Schwarzorks. Es ist ja dann auch immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Zug nicht klappt. Und wenn er nicht klappt, dann kann es sein, dass die ganze Spielsituation dann gleich schon sich ganz, ganz anders darstellt. Meinst du, dieses Spiel ist darauf ausgelegt, um Chaostheorien Aktionen zu beweisen? Ein bisschen schon. Ja, irgendwie schon. Das macht schon ein bisschen auf eine anarchische Weise Spaß. Oh, es fängt an zu regnen. Der Ball wird nass. Alle Würfe zum Fangen, Abfangen, Aufheben, alles, was das Spiel ausmacht, wird jetzt schwieriger. Das ist schon alles, heftig. Wo es darum geht, den Ball aufzuheben. Ich heb den Ball jetzt nicht mit meinem Fänger auf. Der ist mir nämlich zu langsam. Ich heb den Ball mit meinem Goblin auf. Der kann ihn nur 50% aufheben. Das ist mir zu schwach, der lässt ihn fallen. Ich nehme doch den Fänger. Einen Zug hast du, um hier irgendwas ganz Geniales hinzulegen. Die Orks sind dafür nicht prädestiniert, weil die relativ langsam unterwegs sind und man muss den Ball ja erstmal nach vorne bewegen. Das heißt, es geht nur durch eine Spielweise, die eigentlich nicht den Orks auf den Leib geschmieden ist nämlich durch lange Pässe. Dann passieren solche Dinge wie hier. Nein! Das im Dreieck quasi hat er geworfen. Mhm. Naja, der Ball liegt immer ein bisschen weiter vorne. Du bist dran. Letzter Zug. Ja, jetzt versuche ich natürlich umgekehrt auch, ob ich nicht... Nee, da komme ich gar nicht mehr hin, ne? Bis dahin. Da kommst du gar nicht mehr durch. Durch meinen Fleischberg an Orks hier, da kannst du nicht mehr vorbei. Ich lass mal alles, wie es ist und warte mal ab. Lass mal deine Leute kommen. Da kommt niemand mehr. Oh, da kommt nichts mehr. Das war schon die Schlussrunde. Ja, wie wunderbar. Guck mal, das Publikum sind nur Menschen. Und wie sie sich jetzt ätzend freuen. Guck mal, gut, dass es regnet. Die Götter sind auch sauer, dass ich verloren habe.
Was für ein schöner Anblick. Edles Elfenbein. Okay, hätte man sich vordenken können. Wenn ein Team edel heißt, ist doch klar, dass es gewinnt und Bullenbeißer kommt. Ihr Lieben, das ist doch wirklich unter jedem Niveau. Aber guck mal, du hast 2 Touchdowns und 4 schöne Pässe. Ich habe keinen Pass, einen Touchdown, habe einmal per Glück den Ball abgefangen, aber habe 9-mal einen Rüstungsbrecher hinbekommen. Ja, das sagt doch alles über die Spielweise dieser unterschiedlichen Völker hier aus. Natürlich. Brachialität versus Glück des Tüchtigen. Wer hat gewonnen? Tja, hätte auch ganz anders ausgehen müssen können, ganz im Ernst. Also ich habe mich keineswegs überlegen gefühlt gegenüber Christian, Rollenspiel mal beiseite geschoben. Da haben wir auch einfach viel, viel Glück gehabt, 4 Elfen. Ich muss aber zugeben, ich hatte eben einen Heidenspaß, auch wenn ich verloren habe. Das ist schon sehr witzig. Ich fand das Spiel auch großartig. Das ist nicht unser letztes Let's Play. Wir werden das Spiel weitermachen. Es gibt noch weitere Partien von uns. Und ich hatte zwischenzeitlich da schon mal angedeutet, es gibt 2 Crashkurs-Videos, 2 Tutorial-Videos von uns hier auf diesem Kanal bei Writing Bull. Die werden wir zusammen machen. Wir werden in einem kompakten Tutorial-Video erklären, wie das Wirtschaftsmanagement funktioniert. Also wie man Ligen aufstellt und wie man Spieler kauft und was da zu beachten ist. Und wir werden noch einen kompakten Crashkurs-Video machen, falls ihr einzelne Sachen hier nicht auf Anhieb verstehen konntet bei den Regeln. Wir werden das Wichtigste auch nochmal zusammenfassen in einem Video, was es alles noch geben. Und natürlich weitere Freundschaftsspiele oder vielleicht auch einen Liga-Modus, wer weiß, in unserem Community-Forum bei community.writingbull.de. Dort gibt es viele andere Leute, die interessiert sind an Blood Bowl 2. Und es gibt auch eine Multiplayer-Beta von diesem Spiel. Wer das Spiel vorbestellt, der kommt da rein, kann die Multiplayer-Beta spielen und dessen Ergebnisse sollen angeblich, so haben wir das gelesen, allerdings noch nicht ausprobieren können, auch übernommen werden in die finale Version nach dem Release. Vielleicht finden sich ja bei uns im Forum interessierte Leute, die eine eigene Liga gründen wollen. Kann man schon mit 6 oder 8 Leuten machen. Kann man eine solche Liga machen, Turniere austragen. Habt ihr Interesse? Kommt mal vorbei im Forum. Da findet ihr Gleichgesinnte hier zum gemeinsamen Spielen von Blood Bowl 2. Shoplink findet ihr bei mir in der Textbeschreibung zu diesem Video. Und da könnt ihr mal gucken, falls ihr es da kauft, kriegen wir ein paar Prozente und können damit das Forum und auch unseren YouTube-Kanal besser betreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. In Kürze, sehr bald, geht es weiter mit Blood Bowl 2. Aber vielleicht dann mit anderen Teams, oder? Mal gucken, welche Teams wir diesmal dann ins Feld führen. Ob wir nicht mit anderen Rassen dann vielleicht spielen? Mit den Skaven, das sind rattenartige Geschöpfe, oder mit den Dunkelelfen, oder mit den Menschen höchstpersönlich, mit den Zwergen, mit wem auch immer. Ihr werdet es erleben. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.